Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser kleinen Patch-Note-Runde. Und zwar möchte ich mit euch die Patch-Notes durchgehen. Und zwar die Patch-Notes zu 0.1.0.1392, die jetzt kürzlich aufgespielt wurde, meine Freunde. Und zwar geben wir ein paar Sachen ein, was hinzugefügt wurde, welche Waffen, Scuff-Gameplay-Fähigkeiten etc., Boni und so weiter. Da gehen wir jetzt des Weiteren drauf ein, und zwar fangen wir einfach mal an mit Sachen, die hinzugefügt wurden. Es wurden hinzugefügt einmal neue visuelle Wirkungen von Blutung, neue visuelle Wirkungen von Schmerzen und zum Beispiel auch, dass nach dem Stoppen der Blutung auf einem Körperteil dieses Körperteil mit dem Wound-Effekt weiter versehen bleibt und deshalb bei wiederholten Hits bei diesem Körperteil oder beim Springen oder Sprinten dann wieder anfangen kann zu bluten. Dann haben wir noch, dass der Körper jetzt ermüden kann beim Waffe halten oder anvisieren. Das heißt, wenn zum Beispiel die Waffe zu schwer wird, dass die Arme langsam nach unten ziehen oder je nach Gewicht der Waffe sogar die Hände anfangen können, vor Erschöpfung zu zittern. Welche Waffen wurden neu implementiert? Einmal die SKS, derzeit nur zum Nachladen verfügbar mit Boxmagazin, die MPX und die DWL-10 Saboteur. Ja, dann haben wir natürlich einmal die Scuffs mit drin, die Fähigkeit halt, dass wir als Scuff spielen können. Das kann einmal alle 30 Minuten ausgewählt werden, also man kann alle 30 Minuten einmal Scuff spielen. So, dass natürlich auch nicht die Scuffs im Überfluss und nur gepickt werden. Ich denke, aus diesem Grund werden dort diese 30 Minuten einfach als Time Limit eingesetzt worden sein. Wenn man halt jetzt als Scuff spawnt, wird man mit der aktuellen Welle von Scuffs, also zusammen mit den Bots, in die laufende Sitzung sozusagen mit eingebracht und wir selbst sind neutral mit den Bots selbst. Als Scuff spawnt man, wie ihr auch sicherlich wisst, einfach mit zufälliger Ausrüstung. Bei erfolgreichem Ausstieg aus dem Raid ist es möglich, alles, was man als Scuff geplündert hat, seiner Hauptfigur zu übergeben. Was schon mal auf jeden Fall sehr nice ist. Ich hoffe jetzt allerdings doch, dass natürlich nicht jeder jetzt einfach bloß hier einen auf Camping-Marathon macht. Ne? Ihr wisst, denke ich, was ich damit meine. Also reingehen oder und dann einfach nur campen an den Spots, wo die Leute raus müssen etc. pp. Ist natürlich eine Möglichkeit, aber natürlich sind Camperschweine, die keiner leiden kann. Nicht wahr? Wir haben jetzt natürlich endlich Skills. Also aktivierte Skills, was bringen uns die Skills und welche Boni sind bereits aktiviert und was bringen sie uns? Da haben wir einmal die Erhöhung der Ausdauer, reduzierten Leistungsaufwand für Sprünge, längere Atemzeit und reduzierte Atemrückgewinnungszeit. Das heißt, dass wir halt schneller wieder zu Atem kommen, nachdem wir zum Beispiel gesprintet sind etc. pp. So, bei der Stärke haben wir was für neue Bonuseffekte. Wir haben einmal die Erhöhung der Tragfähigkeit, einmal die Erhöhung der Sprintgeschwindigkeit, einmal die Erhöhung der Sprunghöhe, einmal erhöhte Granatwurfstärke, also wir können die Granaten weiter werfen, erhöhte Schlagkraft von Nahkampfwaffen. Okay, ich muss dazu sagen, ich selbst habe nicht wirklich viel mit Nahkampfwaffen gearbeitet, aber ich denke, das ist schon sinnvoll, dass wenn man gerade an einen Feind rankommt, ihn dann auch definitiv relativ fix umhauen können sollte. Denke ich mal, oder? Umhauen können sollte. Oh Gott, was ist das für ein Satz. So, welche Boni sind mit der Vitalität gekommen? Da haben wir einmal die verringerte Chance, die Chance auf Blutung. Dann haben wir einmal die Gesundheit. Dort haben wir die Boni verringert, die Wahrscheinlichkeit halt von Brüchen. Reduzierter Basenenergieverbrauch und reduzierter Basishydrationsverbrauch. Das heißt, dass wir im Endeffekt weniger Wasser verbrauchen. Dann kommen wir noch einmal zur Stressresistenz. Dort haben wir einmal die verminderte Chance, einen Schmerz zu bekommen, beziehungsweise einen Schock. Dann haben wir noch einmal verringerte Chance auf algesisches Schwingen oder Handzittern in Normal- oder Zielmodus. Ja, ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Kommen wir einmal zum Stoffwechsel. Beim Stoffwechsel haben wir einmal erhöhte positive Effekte von Essen und Trinken. Das heißt, desto mehr oder weniger ihr trinkt, ihr kriegt im Endeffekt auf alles, was ihr trinkt oder esst, einfach mehr positive Effekte. Das heißt, ihr trinkt, sagen wir mal, 20. Es bringt euch wesentlich mehr von dem Hydrationswert wieder als vorher. Reduzierte Energie- und Hydrationsverbrauch und Verringerung der körperlichen Fähigkeiten, halt Rollback-Rate. Jetzt kommen wir zu den Verbesserungen der Bots. Was ist da genau passiert? Einmal ist es jetzt so, dass Schalldämpfer auch das Gehör der Bots beeinflussen. Die Bots reden jetzt nicht mehr außerhalb der Kämpfe großartig.
Bots achten nicht auf den spezifischen Klangquellpunkt, sondern auf einen gewissen Radius um ihn herum, sodass im Endeffekt der Bot jetzt einfach nicht mehr zielgenau weiß, aufgrund eurer Bewegung oder euren Lauten, wo genau ihr seid, sondern randomisiert das schon wieder etwas. Dann haben wir einen verbesserten Algorithmus zur vorläufigen Suche von Deckpunkten, also für die künstliche Intelligenz halt, für unsere Bots. Geänderter Algorithmus der vom Spielerspotting, also jetzt hängt es halt von dem Winkel vom Bot zum Spieler, Bereich und Spielerposition ab. Ja, das ist jetzt gar Kauderwelsch, aber ich denke, das kann sich jeder vorstellen. Zusätzlicher Sichtfaktor für verschiedene Positionen, also stehen, sitzend, anfällig. Dann haben wir noch einen umgeschriebenen Zielalgorithmus. Und zwar ist es hier die Range noch hinzugefügt worden. Das heißt, mit jedem neuen Schuss wird der Bot genauer als beim vorherigen. Das macht es natürlich jetzt etwas schwieriger. Die haben vorher eigentlich schon ganz gut getroffen. Aber jetzt ist es definitiv so, lasst euch eindeutig nicht zu oft treffen. Aber ich glaube, keiner von uns lässt sich gerne von denen treffen. Oh, herrlich. Ja, Bots machen jetzt halt erweiterten Gebrauch von Abdeckungen, wenn sie halt zum Schießen erscheinen. Also sie bewegen sich seitlich, kniebeugend, abhängig von der Deckung halt, je nachdem, wo sie verbessertes Deckungsverhältnis kriegen. Ja, dann haben sie halt dort einen verbesserten Deckungsmechanismus. Das ist ja zum Beispiel, der Bot hält eine Distanz für die Waffen von uns geeignet und wählt dann die passende Deckung aus, aus der er dann auch auf uns wirken kann. Und der Bot bewegt sich dann unter Beschuss auch von Deckung zu Deckung. Wichtig ist jetzt auch noch, Bots benutzen den Sprint jetzt rational. Das heißt, es kann nicht einfach nur noch ein Spieler sein, wenn er sprinten sollte. Das können jetzt auch die Bots sein. Bots können jetzt Mags mit Packungen und Patronen aufladen. Also das heißt, die Bots sind jetzt durchaus dazu in der Lage, halt auch Mags aufzuladen, wenn die Munition halt in Packungen war. Dann haben wir noch ein paar weitere Veränderungen, allerdings jetzt nicht mehr, was die künstliche Intelligenz angeht. Es wurde einmal der Fehler behoben, der das Auspacken von Munition aus Munitionspaketen verhindert hat. Und dann haben wir noch einmal überarbeitete und korrigierte Schmerzwirkung für den Charakter. Was genau ist das? Wir haben jetzt zum Beispiel einmal, dass Hits, die dem Charakter kurzfristig Schaden zufügen, halt auch eine kurzfristige Wirkung von Schmerzen zufügen, die im Laufe der Zeit dann kontinuierlich ablässt. Zerstörte Glieder, also Körpergliedmaßen, verursachen eine dauerhafte Wirkung von Schmerzen, die aber auch wieder im Laufe der Zeit nachlässt. Dehydration und eine Beinfraktur zum Beispiel verursachen dauerhafte Wirkungen von Schmerzen, die erst nach dem Entfernen der Ursache verschwindet. Dann haben wir es jetzt endlich noch so als Änderung, dass der Timer beim Standardausgang nicht wieder zurückgesetzt wird, wenn der Spieler die Position ändert. Das ist ja echt nervig gewesen. Man hat sich ein bisschen verrückt und dann ist der Timer jedes Mal resettet worden. Ich denke, das kennt von uns auch jeder. Dann haben wir noch ganz normale Sachen, die halt gefixt wurden. Halt zum Beispiel die Health-Betrag-Anzeige. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Bein zerstört wurde, also euer Bein ist tot und es hätte eigentlich null Trefferpunkte, also null Leben noch drinne, wenn man das jetzt so sagen darf, zeigt es aber trotzdem 39 von 45. Also diesen Bug haben sie auch gefixt. Dann haben wir noch ein paar allgemeine Änderungen, und zwar die Auswirkungen von Blutungen und Frakturen können nun auf zerstörten Gliedmaßen entfernt werden. Bleeding Rate wurde geändert, also jetzt wird Gesundheit einmal in 6 Sekunden anstelle von 3 verringert. Okay, dann haben wir noch einmal, dass Waffen halt mit einem unidentifizierten Magazin oder Gegenstand nicht nachgeladen werden können. Das heißt, habt ihr ein Magazin, das ihr vorher noch nicht gefunden hattet, einfach drin, lädt ihr dieses nicht nach, bis ihr dieses examined habt, also erforscht habt. Wichtig ist noch, dass die Zielmüdigkeit hinzugefügt wurde, also ein Ausdauerparameter ausgegeben wird mittlerweile. Die Charakterermüdungshöhungsrate, oh Gott, ist das ein Wort, hängt dabei von der Masse der Waffe ab, also von dem Gewicht, wie schwer das ist. Es ist natürlich klar, dass ein Makarov weniger sich darauf auswirkt als rein theoretisch eine M60, ja? Gut, meine Freunde, das an sich waren jetzt erstmal so die Patchnotes, wie ich sie vor mir liegen habe und mit euch eben durchgegangen bin. Ich hoffe, ich konnte euch das alles ein bisschen näher bringen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich sehr, sehr viel Spaß mit dem Scuff-Update. Und ja, knallt sie alle über den Haufen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Haut rein, euer Gunshot.